Gewaya ist ein Pokémon mit den Typen Käfer und Wasser, existiert seit der dritten Spielgeneration und entwickelt sich zu Maskeregen. Gewaya ist ein kleines vierbeiniges und wasserläuferähnliches Pokémon, das blau und gelb auftritt. Bis auf den gelben oberen Bereich seines Kopfes und des Fühlers gleicher Farbe ist der übrige Körper blau gefärbt. Das Käfer-Wasser-Pokémon hat einen ovalrunden Körper, und die kleinen Augen sind schwarz und zentral auf dem Haupt. Dabei wächst dann noch ein einzelner Fühler auf dem Kopf und schließlich bewegt sich Gewaya mit Hilfe seiner vier sehr dünnen, fast schon zerbrechlich anmutenden Beine fort. In der Shiny-Form ist der blaue Bereich dunkelviolett gefärbt. Gewaya ist ein schnelles Pokémon, welches seine Gegner hauptsächlich mit Wasserattacken wie Wasserdüse, Blubstrahl oder Blubber angreift. Außerdem erlernt es viele Status-Attacken und zum Beispiel den süßen Sirup, welches es durch seinen Kopf absondert, als Lockduft und kürzt zur Beute oder nutzt die Attacke Weißnebel, um sich vor Statuswertveränderungen zu schützen. Mit seinen Fähigkeiten macht sich Gewaya den Regen zunutze und verdoppelt zum Beispiel seine Schnelligkeit mit Wassertempo oder regeneriert sich mit der versteckten Fähigkeit Regengenuss, welche wenige Exemplare besitzen. Gewaya lebt am liebsten in krautigen Tümpeln, Teichen und Seen, ist aber auch nach Regenschauern am Abend auch in Pfützen in Städten aufzufinden. An seinen Zehen befindet sich ein Öl, welches es dem Wassergeher-Pokémon ermöglicht, über Wasser zu gleiten. Nach starken Regenschauern treffen sich Gruppen von Gewaya gerne in Pfützen und gleiten gemeinsam über die Oberfläche. Gewaya teilt seinen Lebensraum mit Araqua und frisst ebenfalls ähnliches Futter wie dieses, wodurch die beiden Spezies häufig miteinander in Konflikt geraten. Gewaya lockt seine Beute mit dem süßen Duft an, welcher durch den dickflüssigen, honigartigen Sirup entsteht, den es bei Gefahr aus seinem Kopf versprüht. Dieser Sirup ist bei einigen Pokémon sehr beliebt und soll auf Brot köstlich schmecken. Vogel-Pokémon aber verabscheuen ihn. Dabei ist Gewaya der erste Teil einer zweistufigen Entwicklungsreihe und kann sich zu Maskeregen weiterentwickeln. Vor der Entwicklung erinnert seine Erscheinung an einen Wasserläufer. Danach verändert er sich zu einem mottenähnlichen Wesen mit augenähnlichen Mustern auf seinen Antennen, welches für Feinde einschüchternd wirken soll. Auch bekommt Maskeregen vier Flügel, die ihm ermöglichen, wie ein Hubschrauber in jede Richtung zu fliegen. Dabei wird die Entwicklung in den Spielen der Hauptreihe auf Level 22 ausgelöst. Mit der Typenkombination nimmt es Hardenschaden gegen Wasser, Eis, Kampf, Boden und Stahlattacken, doppelten Schaden gegen Elektro-, Flug- und Gesteinsattacken und der Rest macht normalen Schaden.